Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vlog-Woche und auch zu einer neuen Woche. Wir haben heute schon Montag und wie ihr gesehen habt, war ich heute schon fleißig, habe heute schon meine Sporteinheit. Ist jetzt die siebte und also dass es hinterher noch ein bisschen so müde ist, also dass man weiß, man hat was gemacht, habe ich keinen Muskelkater mehr. Zumindest nicht an Stellen, wo ich weiß, das sind Muskeln, nur sehr klein. Ja, wie ihr auch gesehen habt oder hier auch seht, ich war am Samstag fleißig und habe mal Kisten runtergeholt. Hier sind jetzt so Designerpapiere, die ich eigentlich schon aussortiert hatte. Also sprich Papiere, die ich gerne aufheben wollte. Aber nee, hier sind auch noch ganz alte so Sortierungen, alte Farben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da habe ich früher meine Papiere sortiert. Ich habe hier, das waren so Brandkästen von IKEA, nennen die sich. Und habe dann hier mit so einem Dymo beschriftet. Und dann standen die halt so schön auf einer Kommode. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich das wegräumen will. Also, dass ich es im Schrank hinter einer Tür haben will, weil es einfach Licht ist einfach schädlich fürs Papier. Ja, und ich werde jetzt hier nochmal aussortieren. Also, das sind wirklich auch ganz, ganz alte Schätze dabei. Weihnachtspapier, Moment. Sowas hier zum Beispiel. Ja, aber von dem hier habe ich ja auch schon wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Pakete. Bitte sagt mir, dass ihr auch solche Vorräte habt. Gottes Willen. Ja, dann habe ich hier mal meine Wägen runtergeholt. Mit dem ganzen Zeug, was ich da so reingestopft habe, wo ich nicht wusste, in welche Schublade ich das verstauen kann. Also es hat alles gar kein System. Und hier habe ich mal so alte Bänderpakete, die ich mal zugeschnitten hatte. Ich müsste mir die nochmal anschauen. Aber ich schätze, die werde ich mal alle in gemischte Pakete packen. Und ich habe noch so viel angefangene Bänder. Auch das werde ich mal alles in gemischte Pakete machen. Und hier sind ganz viele von diesen leeren Dosen, wo früher die so Accessoires-Zeug drin war. Meine Frage, kann sowas jemand gebrauchen? Also bestimmt, aber ich würde da nämlich auch vielleicht so Zehnerpacks, das sind ja auch so hohe Dosen und eben so schmale Dosen. Würde ich gleich dann auch mal so Zehnerpacks machen. Ja, oder? Ja, und jetzt will ich mal anfangen. Das sind jetzt alles Klamotten, die oben im Flur standen. Flur und Bad sind jetzt leer. Also, das ist alles aus dem Bad oben. So, ja. Nagellacke und Cremes und keine Ahnung, Dinge, die mal in irgendwelchen Beautyboxen waren. Ja, die werde ich jetzt aussortieren. Und die Papiere aussortieren. Da bin ich jetzt auch mal überlegen, ob ich die Kästen behalte. Ob ich die irgendwie im Haus dann gebrauchen kann. Also hier kann ich sie definitiv nicht gebrauchen. Ich habe gar nicht so viel Stellfläche. Aber jetzt kommt die Bibi. Es kommt aus ihrem Bett gepurzelt. Die Bibi. So ist dein Bett gepurzelt. Jo. Lass mal wach werden, ne? Und dann gibt es was zu schnabbeln. Ja, und ich weiß eben nicht, ob ich die eventuell im neuen Haus gebrauchen kann.
Ich werde sie erstmal leer machen. Und vielleicht kommt mir ja noch eine Idee. Ansonsten finden die sicherlich auch neue Besitzer. Im Zuge dessen werde ich auch hier unten mal noch Schubladen ausräumen. Und mal sortieren, vielleicht auch sogar beschriften. Habe hier auch so ein paar Schubladen. Oh, um Gottes Willen. Ja, ein paar Schubladen, weil ja einfach nur Überblick haben und was weg kann, muss weg. Also es ist wirklich so, dass auch wenn die Dinge in den Schubladen sind und du die nicht siehst, es ist trotzdem irgendwie so ein Gefühl, so, es ist zu viel, es ist zu viel Zeug. Und ich habe jetzt gemerkt, seit ich hier unten bin im Studio, hier unten das neu eingerichtet habe, ich habe immer noch zwei, drei leere Schubladen. Und einfach das zu wissen, ich könnte natürlich noch Schubladen gebrauchen für Stempelsets zum Beispiel, aber einfach will ich ja nicht. Also ich will wirklich meine zwei, vier Schubladen für Stempelsets, reicht vollkommen. So viel brauche ich nicht. Und ich will einfach, wenn ich neue Stempelsets kaufe, auch alte entsorgen, also alte verkaufen, verschenken, was auch immer. Und zu wissen, man hat noch so zwei, drei leere Schubladen für den Fall der Fälle, das ist irgendwie auch toll. Man weiß, dann ist man nicht so zugestopft. Und das will ich jetzt hier mit den Alex-Schränken auch mal machen. Das mache ich gleich mit, weil hier sind auch Schätzchen drin, die vielleicht gespendet und verkauft und verschenkt werden können. Und auch viel Müll drin, wo ich also hier definitiv weiß, ich habe es reingestopft, damit es von oben weg ist, damit es ordentlich ausschaut. Ach ja. Ja, gestern, wie gesagt, wir waren gestern ja bei der Schwiegermama. Da gab es ganz leckere Rouladen. Und da waren wir noch zum Kaffee da geblieben. Ja, und Samstag hatte ich Vormittag bis über Mittag den Vlog geschnitten. Dann habe ich noch das Video fertig gemacht für Sonntag, was dann gestern eben online ging. Und dann habe ich nachmittags das ganze Zeug runtergetragen. Und das waren auch ein paar Gänge, weil so eine Papierbox, die ist scheiße schwer. Oh. Naja, wat mut, dat mut. Genau. Dann werde ich mal anfangen und mal gucken, was alles hinaus kann, wie auch immer und wohin auch immer. Und vorher werden wir noch die Katze füttern, bevor sie mir die große Zehe abkaut. Ne, Bibi? Du schnurst so fein. Das können die bestimmt hören, da freuen die sich. Wer ein bisschen ASMR braucht. Bitchen. Katzenschnurren ist so beruhigend. Und so haarig. Seht ihr hier den Kater? Der passt so gut zu unserem Fußboden. Und da drüben läuft die Amsel da. Und er macht sich jetzt, versucht sich jetzt ganz klein zu machen. Und die Amsel scheißt sich gar nichts. Hallöchen! Wir haben mal Dienstag und ich bin gerade über die Buchhaltung ein bisschen Organisatorisches noch gemacht. Ich musste noch Post fertig machen und eine Nachsendung und ein bisschen Überweisung und sowas. Und bin jetzt gerade eben über der Buchhaltung. Ja, gestern habe ich
bisschen schon ausgemistet. Das ist ganz schön viel Müll zusammengekommen. Genau, und das Papier habe ich noch nicht angefasst. Das wird dann noch eine größere Aktion. Oh, nö. Naja, egal. Ja, und vorhin kam ein Anruf. Nee, gestern kam ein Anruf. Gestern kam ein Anruf von einer Firma, die wir unter anderem angefragt hatten wegen einer Bohrung, weil wir ja eigentlich über Erdwärme heizen wollen. Darauf hat uns ein Geologe gebracht, der da die Bodenproben genommen hat für das Bodengutachten, und der hat gemeint, die Temperatur ist so gut und vielleicht hätten wir gern über Bodenwärme, dass wir da das Haus dadurch heizen. Und die Idee war echt gut, weil wir ja auch darauf bedacht sind, in die Zukunft zu schauen, so was Klima angeht und so, und weswegen wir auch KW 40 bauen. Und ja, dann hatten wir halt Firmen angefragt, die diese Erdsondenbohrungen machen. Aber es ist immer noch so, dass es viele Firmen gibt, die mit E-Mails noch nicht so per Du sind, sage ich mal. Also, dass immer noch besser ist, anzurufen, zu telefonieren. Und so war es jetzt auch bei einer Firma, da kam ewig nichts, und dann hatte Frank eben nochmal nachgefragt. Wir hatten jetzt eigentlich schon unseren Menschen rausgesucht, der uns das macht. Und gestern kam ein Anruf von einer anderen Firma. Sie hätten sich das jetzt angeschaut und sie hätten bei irgendeinem Wasseramt in Hof, keine Ahnung, wie sich das schimpft, hätten sie jetzt nachgefragt, ob das bei uns auf unserem Gebiet, auf unserem Grundstück möglich wäre. Und die haben gesagt, nein, weil wir in einem Karstgebiet wohnen. Ein Karstgebiet, also mir sagt der Name nichts. Es hat irgendwas damit zu tun, dass wir da auf Gestein bauen wollen. Und das hat irgendwas mit dem Grundwasser zu tun, was wohl aus diesem Gestein kommt. Und deswegen ist das wohl nicht erlaubt, da zu bohren. Und wenn, dann nur, was weiß ich, hier 30 Meter tief. Dafür müssen wir dann aber 4 Bohrungen machen. Und da hängt auch noch vieles anderes dran, weil es kann nur sein, dass diese Bohrung, dieses Loch dann auch zu groß ist unten, das wieder aufgefüllt werden muss und bla blub. Also es könnte in ein Fass ohne Boden hinauslaufen, was das Finanzielle angeht. Und ja, und dann haben wir unseren Menschen da angerufen und dann gesagt, die andere Firma hat gerade gesagt, das ist gar nicht erlaubt, dort zu bohren. Die hätten das so mit dem Amt besprochen. Ja, nee, ja, das kann er sich jetzt nicht vorstellen und das glaubt er jetzt nicht, und aber er fragt mal nach. Tja, vor uns rief er an, ganz kleinlaut, und sagte, ja, nee, das funktioniert so nicht. Super. Ja, also man kann ja reden. Und wir sind eigentlich schon darauf angewiesen, dass Fachleute uns den Stand der Dinge erklären. Und auch wirklich alles erklären. Weil woher sollten wir jetzt wissen, dass das da gar nicht erlaubt ist, so tief zu bohren? Und das war jetzt wirklich wieder dummer Zufall. Und wir haben echt viel Glück jetzt gehabt. Ja, jetzt müssen wir natürlich unseren Hausbauer Bescheid geben, dass wir eine andere Heizung brauchen. Und zwar Luft. Wasser, Luft. Luft, Luft. Ich weiß noch gar nicht, was genau. Ob das jetzt noch so einfach möglich ist, das noch umzuswitchen. Gott sei Dank ist es noch einfach möglich. Also es wäre später auch noch möglich, aber ist natürlich mit viel drumherum verbunden, wissen wir ja alle, ne?
kannst ja nicht einfach mal andere Rohre reinlegen und eine andere Maschine reinbauen, wenn das andere schon geplant ist. Naja, ich sehe es jetzt mal so als Fügung und freue mich, dass wir dadurch wieder Geld sparen, die wir dann auch in unsere PV-Anlage stecken können und sogar müssen, weil wir mit der anderen Wärmemaschine müssen, verbrauchen wir auch etwas mehr Strom. Wir wollten ja eigentlich nicht so viel Strom verbrauchen, aber dadurch, dass wir ja ein großes Dach haben, werden wir unseren Strom auch selber herstellen über PV. Und dann, denke ich, relativiert sich das dann wieder. Ja, naja gut, so ist es halt. Und es zeigt uns wieder einmal mehr, wie wichtig es ist, sich damit auch zu befassen, auch wenn wir nicht vom Fach sind und vieles böhmische Dörfer sind, für mich noch dreimal mehr wie für meinen Mann. Mein Mann beißt sich da ja richtig fest wie ein Pitbull und liest sich da ein und verbringt da auch viel Zeit damit. Aber es gibt ihm ja dann auch immer das dann Recht, dass er viele Dinge dann besser entscheiden kann und auch ja, dass halt sowas dann auch mal rauskommt, ne? Dass durch so einen dummen Zufall eine Firma, wo er halt nochmal nachgehakt hat wegen dem Angebot, dass die gesagt haben, nee, also ist gar nicht erlaubt. Nun ja, Gott sei Dank ist das noch möglich und können wir noch umswitchen und sparen das Geld, was wir wieder woanders investieren können. Dann habe ich jetzt auch einen Termin fest, wenn wir uns mit unseren Familien auf dem Grundstück treffen. Freue ich mich. Klappt alles. Haben alle Zeit. Dann werden wir danach noch in eine Wirtschaft einkehren, die zumindest von den Bildern her sehr, sehr gut ausschaut. Und ich habe auch gesehen, die haben ein Hotel mit dran. Gar nicht so teuer. So nur 10 Minuten weg, weil wir ja wahrscheinlich auch mal ab und zu über Nacht bleiben müssten, wegen der Bauphase. Im Falle, da muss am nächsten Morgen irgendwas kommt geliefert, muss entschieden werden, was auch immer. Allein schon, wenn die das Haus aufstellen, soweit ich weiß, geht das wohl früh um 5 Uhr los. Deswegen mal gucken, wie es ist. Hätten wir dann zumindest eine Übernachtungsmöglichkeit. Mega spannend. Wir haben jetzt am Wochenende auch mal den Bauzeitenplan aufgeschrieben. Dass wir einfach mal wissen, so wann geht diese Phase los, wann müssen wir das entscheiden, wann ist die Bemusterung, wann ist Richtfest, wann werden unsere Wände erstellt. Es ist schon spannend. Ja. Genau, dass wir das dann schon mal jetzt haben. Und weil ab und zu ja auch noch ein paar Termine so anfallen. Ich werde ja wahrscheinlich wieder Mädelswochenende machen. Das hatten wir letztes Jahr gemacht. Unter dem Namen Bastelherzen. Also Herzensmenschen so in der Bastelwelt. Ja, da sind wir gerade nämlich auch wieder am Planen und für ein Wochenende, aber das passt auch, ja. Genau, so mein Mann ist jetzt einkaufen. Wir haben jetzt die den Abholservice von Rewe testen können. Das gibt es ja ab heute in unserem Lieblingsrewe und konnten gestern dann unsere Bestellung, es war ja schon kurz vor 10 oder so, konnten wir unsere Bestellung noch machen. Finde ich sehr cool. Ja, wollte jetzt abholen. Bin ich ja gespannt, wie es funktioniert, wie die das jetzt machen. An der Stelle war vorher so ein Lotto-Tresen. Der musste jetzt weichen. Ich glaube, da ist so nichts mehr los.
an solchen Lottoannahmestellen. Ja, und das ist heute Dienstag. Das heißt, ich werde jetzt noch die Buchhaltung machen. Da ist noch ein bisschen was zu tun auf dem anderen Konto wegen eBay. Das muss ich noch fertig machen für letztes Jahr, dass wir das noch abschließen können. Ja, genau. Und ich habe mitbekommen, dass ja jetzt gerade die Millionreise ist in Utah. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das ist ja die erste Gruppenreise. Ich hatte ja schon, glaube ich, erwähnt, dass ich abgesagt habe, weil das mir alles. Fliegen ist nicht meins und dann so weit und mit Maske und. Nee. Und jetzt auch nicht. Also ist mir unwohl bei der Sache und so. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich lasse das jetzt ausfallen. Die werden mir jetzt auch meine Geschenke zuschicken. Sie hatte sich schon gemeldet, dass sie das jetzt Anfang März zur Post bringen wollte. Bin sehr gespannt, was es für Geschenke gibt. Und ich weiß eben, dass jetzt diese Gruppenreise ist. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das machen, wie das wird. Ich hoffe, dass die Mädels alle Spaß haben und es genießen werden. Soweit ich weiß, sind das ja alles, die die erste Million geschafft haben. Also Million heißt etwas über 1 Million Euro Umsatz in der gesamten Geschäftslaufbahn. Also seit Beginn ihrer Demo-Tätigkeit haben die Mädels über 1 Million Euro Umsatz gemacht. Bei mir sind es schon 2 Millionen. Und ich weiß nicht, ob da noch Mädels dabei sind, die auch die zweite Million haben und die dritte. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Und ich meine, dass die das eh dann nur noch, das, ja, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, muss ich mich nochmal da schlau tun. Weil es ist dann wohl nicht mehr so, dass man für jede Million, jede weitere Million eingeladen wird, sondern dass sie das dann auch stufen. Also ich meine, dass die nächste Reise dann bei 5 Millionen ist. Ja. Schade, aber man muss halt irgendwo anfangen, dann doch mal Abstriche zu machen, weil es werden jetzt ja immer mehr Leute. Deswegen gibt es ja jetzt auch schon diese Gruppenreisen. Vorher gab es ja Einzelreisen, also bist du ganz alleine dahin gefahren. Ich kann auch gerne mal hier das Video verlinken von meiner Reise, wo ich eingeladen worden bin, wo ich dann noch alleine da war. Ist mir nämlich letztens auch wieder unter die Augen gekommen und wie emotional das alles war. Und allein wenn ich das Video schon wieder anschaue, der Moment, wenn du das Klatschen hörst da draußen, das ist so gigantisch. Das ist so gigantisch. Also ich hoffe, dass das die Gruppe jetzt auch erfährt und auch fühlt und ja, Spaß hat. Bestimmt. Bestimmt. Ja, und ist nur blöd bei dem Video, by the way, mit dem Fokus, dass der Fokus immer so geregelt hat. Deswegen ist so ein Knacksen mitzuhören. Also wundert euch nicht, wenn ihr das anschaut. Da war ich noch sehr unerfahren, was das Videofilm angeht. Nee, also bin gespannt, was man da für Fotos sieht und. Ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt die Fotos sehen will, weil man ja dann tendenziell wahrscheinlich auch die Pillowgifts sieht und ich werde wahrscheinlich tendenziell dieselben kriegen und ich will mir vielleicht nicht so die Überraschung verderben, weil ich eventuell mit euch zusammen auspacke. Eventuell. Ach, ist das aufregend. Das ist schön. Nee. So, ich muss jetzt weitermachen, bevor mein Mann kommt. Der mir noch ein leckeres Vitalbrötchen mitbringt. Ein Brötchen mit Karotten und Mais drin. Sehr lecker. Ja. Und ich muss heute noch das Video sichten für den Sonntag. Da kommen die Geburtstagskarten
für meine Februar-Mädels online. Also, wie ich die gemacht habe. Mit einer tollen Technik. Ja. Also, vielleicht bis später. Jetzt ist der schöne Schaum da drinne. Soll ich erst probieren? Ich glaube, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Wir haben das auf TikTok gesehen, dass viele einen Espresso in ein Glas mit Orangensaft kippen und ganz erstaunt tun vom Geschmack her. Nee, das schmeckt schon so, wie es klingt. Also, es schmeckt nach Orangensaft mit einer ganz bitteren Zartbitterschokolade, so für mich. Hat jetzt für mich kein Umami. Nein. Gut, hätte man das auch geklärt. Also solltet ihr den Trend kennen, macht's nicht nach. Hat keinen Geschmack. Mein Mann meinte noch so, also im Sommer mit Eiswürfel, nettes Kaltgetränk, aber da bleibe ich lieber bei Hugo. Oder ich trinke jetzt auch mal gern Lillet mit Wildberry. Trinkt sogar mein Mann gerne mit. Ist auch feines, feines Gesöff. Ich kriege hier ganz gut was weggearbeitet. Das passt sehr gut. Auch wenn ich wahrscheinlich heute nicht fertig werde. Aber ich gebe mein Bestes. Ansonsten ist ja morgen auch noch ein Tag. Ich muss nur morgen oder Donnerstag ein Video machen für nächste Woche Sonntag. Dass ich das gar nicht erst wieder vor mir her schieb. Ja, dann hat gerade der Typ von der PV-Anlage angerufen und wir wollten ja jetzt mit ihm klären, ob wir jetzt das komplette Dach jetzt gleich mit PV voll pflastern. Im Sinne, weil wir ja jetzt mehr Strom verbrauchen, aber er meinte, nee, wir sollen erstmal bei der kleinen oder mittleren bleiben und wir können ja dann immer noch später aufrüsten. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ohne aufzurüsten, dass wir trotzdem über die Runden kommen. Ansonsten können wir ja dann immer noch nachpflastern. Aber das würde uns dann auch noch ein bisschen Geld sparen. Gute Sache. Sowas ist toll, dass man mit den Leuten spricht und die uns dann sagen können, was sind unsere Möglichkeiten, was macht Sinn, was nicht. Ja. Genau. Ich bin ja gerade am nebenbei die Sendung mit der Maus angucken. Ich habe nämlich zufällig den Kanal gefunden bei YouTube und da gibt es eine Playlist mit wie entsteht was oder wo kommt was her. Da hatte ich mir jetzt gestern schon die erste Sendung angeschaut, wie eine Schere entsteht. Den Prozess kannte ich schon, aber es ist trotzdem schön. Ich mag den Erzähler sehr gern. Der hat so eine ruhige Art und man versteht das dann auch. Und wenn dann auch mal gleich so diese Vorher-Nachher-Bilder mit eingeblendet werden, ist das immer sehr gut begreiflich. Ja, oder wie werden Gummistiefel hergestellt? Oder ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich hatte nämlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hatte ich noch ganz viele Briefmarken von der Sendung mit der Maus. Die Briefmarken zum 50., glaube ich. Und gibt es dann auch eine Sendung, wie diese Briefmarke entstanden ist. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant. Und das werde ich dann so ein bisschen nebenbei mitlaufen lassen, wenn ich die Buchhaltung mache. Weil ich brauche so ein bisschen Hintergrundbeschallung.
könnte zwar vielleicht noch schneller arbeiten, aber ich bin dann vielleicht eine Stunde schneller fertig, aber bin dann gerädert. Und wenn ich nebenbei noch so ein bisschen eine Hintergrundbeschallung habe, wo ich jetzt nicht so aufmerksam sein muss, aber trotzdem nicht zu ruhig ist, dann ist das auch für mich angenehmer. Ja, so, genug Pause gemacht. Ich mach mal weiter. Hallöchen! Heute ist schon Freitag. Ich sitze ja noch mit Sonnenbrille. Also schon der letzte Tag der Vlogwoche. Die letzten 2 Tage ist halt nicht viel passiert, was man zeigen kann. Also ich habe endlich die Buchhaltung auf Null abgehakt und ich habe gestern das Projekt vorbereitet für nächste Woche Sonntag. Da habe ich vorhin auch noch ein bisschen dran gesessen und noch ein bisschen getüftelt. Und jetzt bin ich zum Nageltermin mal wieder. Also ist rausgewachsen. Es muss, es muss, es muss. Und ja, jetzt habe ich gerade noch ein Ticket geholt. Und dann muss ich meinen Einkauf abholen. Wir haben heute wieder diese Abholung beim Rewe bestellt, gekauft, gemacht. Ja, das heißt, wenn ich dann fertig bin mit dem Termin, kann ich dann gleich zum Rewe, kann den Einkauf einpacken und kann heimfahren. Das ist so schön. Kostet 2 € mehr. Ich meine, dass das im anderen Rewe nicht so war. Weil, doch, es gibt ja immer so Zeitfenster. Und entweder, wie war denn das? Also wenn man ein kleines, nee, das war bei der Lieferung, Quatsch. Nee, aber bei der Abholung weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich da beim anderen Rewe was gekauft hatte. Also was bezahlt hatte an Gebühr. Aber 2 €, Leute. 2 € dafür, dass jemand anderes sich da durchschlängelt und die ganzen Sachen einkauft, ist Raum. Also das zahle ich dann gerne. Ja, jetzt stehe ich hier wieder in der Tiefgarage. Und ja, 5 Minuten noch. Und dann muss ich los. Das heißt, ich werde dann nach dem Einkauf werde ich dann noch das Video machen. Oh, die ist schön, die Karte. Gefällt mir richtig gut. Richtig schöne Technik. Und die kommt dann nächste Woche. Und dann muss ich noch das Video machen mit den Geburtstagskarten jetzt aus dem März. Die kommen dann natürlich erst im April. Muss ich mal gucken. Ansonsten haben wir nächste Woche Termin in unserem neuen Heimatort. Die Gemeinde hat jetzt endlich einen Termin gemacht, wo alle Besitzer rund um diese Straße eingeladen werden, weil da gibt es noch keinen städtischen Kanal. Die Häuser, die da jetzt sind, die haben alle einen privaten Kanal, der diese Straße runter zu in die Hauptstraße mündet. Und das ist ja kein Dauerzustand. Wir hatten da mit einem Nachbarn schon gesprochen drüber und er meinte, das ist so nervig. Er muss halt im Winter immer gucken, dass da nichts zugefroren ist. Er muss im Herbst schauen, dass da nicht so viele Blätter in diesem Gullydeckel ist und dann zu viel in diesen kleinen privaten Kanal reingelangt und so. Und er sagt, das ist so aufwendig und sie hoffen schon so lange auf einen Kanal, auf einen offiziellen Kanal. Ja, und jetzt, wo wir da sind, und da ist am Ende der Sackgasse ist noch ein Grundstück, wo tendenziell noch ein Einfamilienhaus entsteht, da hat jetzt die Stadt gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun, weil jetzt kommen ja tendenziell noch 2 Familien dazu. Und ja, und das wird auf jeden Fall in
paar Wochen, Monaten wird der Spatenstich dafür gemacht, gelegt. Und dann müssen da einige Dinge geklärt werden, weil, wie gesagt, es ist eine Sackgasse. Und das Problem ist, die da ganz hinten wohnen, die kommen ja dann nicht mehr hinaus. Zumindest nicht mit dem Auto. Und da muss dann noch so eine Behelfsstraße geplant werden und so. Ja. Und das muss nächste Woche alles geklärt werden. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch die Gemeindemitglieder, wer auch immer. Weil wir haben ja da auch schon mit 2, 3 Leuten Kontakt. Freue ich mich schon mal, die kennenzulernen, weil die so toll sind und so nett und so fleißig und so kommunikativ auch. Das ist ganz wichtig, finde ich immer. Weil Reden ist so das A und O. Also, und man kennt das ja, den ganzen Sesselpupern da oben, dass die halt nur unter sich bleiben wollen, zumindest vom Gefühl her. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber die sind so nett und wenn man die anruft, dann kann man auch über alles reden und die sind nicht verschlossen und kümmern sich auch. Also freuen wir uns schon. Ja, nochmal nächste Woche Donnerstag einen Termin. So, jetzt packe ich meine 7 Sachen und werde jetzt Nägel machen. So, komm hier. Fertig und wieder schön, so wie vorher, nur aufgefüllt. So, das Ticket geht jetzt noch bis 3:45. Das heißt, ich stelle mich jetzt da vorne hin und warte, bis einer kommt, der hier parken möchte. Dann gebe ich nämlich immer den Zettel weiter und mache so vielleicht jemanden glücklich damit. Ja, eine kleine gute Tat. Ich finde das immer gut. Weil wenn ich Tickets ziehe, ich weiß immer nicht, dauert es heute eine Stunde, dauert es heute 1,5 Stunden. Und dann mache ich immer ein bisschen mehr. Kostet jetzt nicht die Welt, von daher. Jetzt fahre ich zum Rewe, hole jetzt noch den Einkauf und dann heim. Dann sind wir fertig für heute. Dann müssen wir dann nur noch Videos machen. Ist ja schön. Ist ja schön. Da bin ich nochmal. Ich habe heute Post gekriegt von meiner lieben Martha. Und ich wollte es jetzt mal auspacken. Also ich weiß, was drin ist, aber ich wollte euch mal mit reinlinsen lassen, weil da demnächst, oder sagen wir mal so, man kann dieses Paket kaufen bei ihr. Das ist ein Bastelpaket für ein, darf ich es denn sagen? Ich glaube schon, für ein Mini-Album. Oder nicht ganz so kleines Mini-Album. Jetzt gucken wir mal rein. Und so kommt das wohl, wenn man das bestellt. Damit. Thank you. So ein kleines Plüschding. Oh, ist das schön. Mit Material. Mehr zeige ich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Das Papaya. Gefällt mir gerade richtig gut. Bin ich gerade voll in Love. Okay. Ein schriftliches Handbuch. Und es gibt auch noch Videos dazu. Also. Genau, Mini-Album. Wie schön. Bin ich sehr gespannt. So eine Verstandsteile.
Ich habe mir das Designerpapier ausgesucht. Ist schwer, das andere ist auch schön, aber ich habe mir jetzt das ausgesucht. Ja, also ich verlinke euch mal Martha unten in der Beschreibungsbox und dann müsst ihr halt mal reinschauen. Da wird es dann demnächst was geben zu Hause. Und ich freue mich schon, weil ich darf das Album schon mal vorab basteln. Bin ich sehr gespannt, wie es dann wird, wenn es fertig ist. So, ihr Lieben. Ja, Video ist auch im Kasten für nächste Woche. Das andere mache ich dann morgen noch fertig. Morgen Vormittag werde ich dann noch den Vlog hier schneiden. Ich habe heute noch Fenster geputzt und gestern auch schon angefangen, Fenster zu putzen. Mal so langsam in den Frühjahrsputzmodus kommen. Auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich ziehe ja eh bald aus. Mache ich jetzt ja noch was? Also wir sind ja noch mindestens das ganze Jahr hier. Natürlich mache ich noch was. Aber trotzdem, manchmal überlegt man schon, haue ich jetzt noch den Nagel in die Wand oder lasse ich es? Ja, Fenster geputzt. Und nächste Woche werde ich noch mal die Betten waschen. Ich habe heute schon die Katzbaumbetten von den Katzen gewaschen. Das mache ich aber auch so einmal im Quartal. Das ist dann immer sehr angenehm, wenn das dann mal wieder schnuppert. Weil Rico ist schon der Feinschmecker, was das angeht. Also sobald ich das Bett, also unser Bett, neu beziehe, liegt er drin. Da liegt er sofort drin und dann liegt er jede Nacht da drin. Und ich habe dann hier so einen schmalen Platz zwischen meinem Mann und dem Kater, wo ich mich dann drehen kann. Aber ich kann es ja nachvollziehen. So ist es. Die Woche ein bisschen was geschafft. Und nächste Woche muss ich mich den Papieren widmen. Das habe ich auch noch nicht. Ist noch zu dunkel. Hier. Steht immer noch alles unberührt. Hier sind noch so alte Mini-Alben. Die habe ich auch noch nicht ganz fertig. Die könnte ich dann alles bei die UFOs mit beilegen. Für die Live-Talks. Dann, dass ich die damit fertig mache. Ja. Und jetzt werde ich Feierabend machen. Ich werde jetzt Martha noch schnell Bescheid geben, dass die Post da war. Und ich dann mal am Wochenende vielleicht sogar starte. Nun gut, ihr Lieben. Das war es dann schon wieder. Ja, und da bleibt mir nur zu sagen, wie immer, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und gönnt euch mal Auszeiten, gönnt euch mal Me-Times, mal für euch selber, macht es euch mal schön. Und es ist immer ganz wichtig, auch das so mal zwischendrin mit einzubauen. Ja, und sich einfach auch mal was zu gönnen. Ja, und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut!